Kompagnonen. Das ist auch ordentlich. Mal schauen, wie lange wir jetzt dafür brauchen für den Amoklauf, weil das wird wirklich ein Amoklauf. Ist nur die Frage, wer läuft Amok? Die oder wir? Ich denke mal eher wir. Wie viel Leben wir wohl auslöschen werden? Ja, das sollte man sich mal fragen, wie viel Leben man auslöscht. Ist eigentlich schon alles ziemlich böse, was wir hier machen, aber... Naja, wir wollen ja ohne Moral spielen. Moral braucht man nicht, das stört einen doch nur. Oh, jetzt habe ich den Amoklauf wieder... Also irgendwie habe ich es momentan mit dem Vergessen des Vorlesens der Missionsbeschreibung. Naja, also Amoklauf. Wir haben Bericht darüber, dass Terroristen in Ellersheim schlimme Verwüstungen anrichten. Unsere Konvois wurden angegriffen und ein paar der abgelegenen Außenposten ebenfalls. Es scheint ihr Ziel zu sein, so viel Schaden anzurichten wie nur möglich. Ich möchte, dass sie sich um sie kümmern, und zwar so schnell wie möglich. Seien sie darauf gefasst, dass sie sich möglicherweise, womöglich nicht alle am selben Ort befinden, wenn sie dort ankommen. Falls das so ist, können sie sich einzeln schnappen, sobald sie zum Treffpunkt warpen. Ja. Schauen wir mal, wie das denn ausgeht, dieser Amoklauf. Oh, dann mache ich mal schnell mal hier die Resistenzen an, damit wir mehr aushalten. Hier ist das Accelerationsgate, das Beschleunigungstor. Jetzt geht die Musik los. Warp-Antrieb aktiv. Keine Musik? Keine Musik. Ah, da hat man gerade gesehen, wie das Schiff kurz nach oben geschwenkt ist, weil wir zu nah dran waren. Deswegen sind wir kurz an dem Gate hängen geblieben. Hat deswegen etwas länger gedauert, bis wir warpen konnten. Naja, los geht's. Hallo? Jemand da? Da! Na, dann legen wir doch direkt mal los. Ja, sie schalten auch direkt auf. Na los, komm näher. Ich fliege schon auf euch zu. Da ist der Erste, Nächster. Na, dann legen wir doch direkt los. Ah, wir haben ja nicht so eine weite Reichweite. Ich bin ja gewohnt, durch mittlere, also durch Medium-Waffen, dass man eine etwas höhere Reichweite hat. Ah, ja. Mein Fehler, tut mir leid, kommt nicht wieder vor. Web drauf. Das sind übrigens Amar-Schiffe, die benutzen. Ah, sieht hier so aus wie so ein Schrimp. EOM ist eine extra Feindsache. Wir haben hier so, glaub Blaster. Nee, Blaster sind das nicht, so ein Laserkanon. Das sieht aber aus wie Blaster. Da weiß ich gar nicht mehr, was EOM eigentlich für Leute sind. Flieg nicht weg. Sehe ich gerade so, dass ich aus Versehen weggeklickt habe. Weggeflogen sind. Deswegen schießen wir gar nicht und der stirbt nicht. Aber wenn wir immer weiter wegfliegen, treffen wir ja nicht mehr, weil wir außerhalb der Reichweite sind. Na los, flieg hin. Schießen wir nochmal. Na, jetzt machen wir auch wieder Schaden. Und da kommt der nächste Spawn. Das heißt, immer wenn wir einen Friend töten, dann sollte eigentlich die nächste Welle gespawnt werden. Oder der nächste Spawn kommen. Die nächsten. Deswegen erstmal auf die Imps, dass wir die weg haben. Und danach auf die Friends. Die geben auch ein bisschen mehr Kopfgeld. Die Friends. Also die Imps geben 3500, die Friends 5500. Also ist wohl schon die richtige Entscheidung, was wir hier machen. So, orbiten wir dich. Du wirst jetzt auch bald dein Leben aushauchen. Qualvoll und schmerzhaft. Dann kommt die nächste Welle. Und schon den nächsten aufschalten. Also das ist hier einfach einer nach dem anderen, wenn wir hier einfach abschießen. Einfach einer nach dem anderen. Ja, die laufen wohl tatsächlich amok. Es geht wohl nur darum, mich irgendwie niederzumachen. Eventuell mit Masse. Aber das ist gut, wenn das so viele kommen. Wir haben auch keinerlei größere Probleme mit denen. Das heißt, wir kriegen auch ordentlich Kopfgeld. Mit jedem 5500. Das sammelt sich über die Zeit. Über 20 Minuten? Warum nicht? Ich meine, gegen Kopfgeld sage ich nichts. Kommen wir schneller an unsere Vexor. Ich hätte trotzdem lieber die Thorax fliegen, aber naja. Habe ich mich in der Zwischenzeit mit abgefunden, dass wir doch auf die Vexor gehen. Günstiger, besser für Missionen. Machen wir das halt. Oder habt ihr vielleicht noch irgendwelche Vorschläge, wenn ihr euch ein bisschen mit den Schiffen auskennt, was wir denn fliegen sollen? Ich bin offen für alles. Ich möchte halt schauen, dass wir möglichst was machen. Oh, da. Smokehead geschrieben. Achso. Nicht wichtig. Nicht wichtig. Oh, jetzt wird's hier noch besser. Incubus. 8000 Kopfgeld. Ich glaube, die töte ich besser zum Schluss. Also je mehr Kopfgeld die haben, umso mehr. Könnte gut sein, dass dann noch eine weitere Welle kommt. Lass ich mal lieber. Inkubus oder Inkubi
Inkubi ist die Mehrzahl von Inkubus. Also mit II, Doppel-I, glaube ich. Mein Latein war nicht so toll, bin ich zweimal durchgefallen. Okay, haben wir den auch erledigt. Noch einen Friend, den wir töten. Oh, da müssen wir gleich schon wieder nachladen, so viele Gegner waren das. Ja, und jetzt sieht man hier schon die Anzahl der Wracks. Aber wenn wir jetzt einen Zerstörer hätten, das würde dann dementsprechend schnell gehen, die ganzen zu salvagen. Das wäre nochmal ein nettes Zubrot, ja, doch. Wobei, jetzt ist mir das gerade egal. Ich nehme jetzt dieses Wrack. Das orbiten wir jetzt auf 1000. Einem Modul sind die Ladungen ausgegangen. Das schalten wir dann auf, das Wrack. Na, komm, flieg hin. Oder haben wir hier Wreck? Haben wir einen Inkubus schon getötet? Nee. Dann machen wir erst hier den Inkubus fertig und dann salvage ich einfach mal den Inkubus. Mal schauen, was da rauskommt. Während wir hier weiter schießen. Die kommen ja auch auf uns zu. So, hier haben wir einen Inkubus-Wrack. Das orbite ich jetzt auf 1000 Meter. Und währenddessen salvagen wir das dann. Ja, wo ist denn das jetzt? Wrack, Inkubus-Wrack. Da. Da haben wir es. Da kann ich hier schon mal salvagen. Hat ja 5000 Meter Reichweite, kann ich ja nebenbei schon mal salvagen. Und vielleicht auch looten. Was haben wir denn hier drin? Multifrequenzkristall und Metal Scraps. Ja, nehmen wir mit. Nehmen wir alles mit. Oh, wir haben etwas geborgen. Was denn? Shared Microchips. Naja. Nicht so wertvoll. Hätte besser sein können. Oh, schnell hier den Orbit wieder einschlagen, weil wir, wenn man etwas orbitet und es dann verschwindet, dann fliegt das Schiff danach nur noch mit der voller Geschwindigkeit aus, geradeaus, wo es halt eben gerade war. Und dann muss man ein bisschen aufpassen, dass man dann nicht plötzlich außerhalb der Reichweite ist. Passiert ab und zu mal. Schneller als man denkt, muss man ein bisschen drauf aufpassen. Na, schauen wir uns hier doch mal den Feind an. Ja, denkst du, du kriegst sonst. So, jetzt sieht man es hier wieder, wie der einfach anfängt geradeaus zu fliegen. Muss ich wieder in den neuen Orbit reinhauen. Ganz cool. Ich mal drücke hier nochmal STRG F9, war das, glaube ich, dass man es hier weghält. Genau. Hier alles sehen kann. Kann ich hier auch. Wow, ganz cool Cinematic. Ich sollte mal die nächsten Orbit reinhauen. Ich kann auch mit Tab, kann ich alles so weit es geht wegzeigen lassen. Dann sieht man zwar hier noch die Striche, aber man hat dann deutlich mehr Sicht. Mit Tab ist dann auch wieder alles da. Ich hätte so coole Sachen machen. Hui. Okay, und hier nochmal umkreisen. 7500. Web drauf. Hui. Also muss ich schon sagen, also es ist wirklich schön, sieht auch geil aus, hat so ein richtiges Spaceship-Fight-Feeling, was das hier macht. Na, kommen hier noch mehr? Oh, da ist nochmal eine Wave, die da gekommen ist. Die kriegen auch noch eben down. Und dann sollten wir hier auch fertig sein. Also die Menge an Wracks, die hat in dieser Mission wirklich deutlich mehr. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 Wracks. Das ist ordentlich. Da kann man einiges an Loot und dann Salvage rausziehen. Jetzt muss man sich halt mir mal vorstellen, wenn man dann von einem, der die Level 4 Mission davon fliegt, mit Schlachtschiffen da drin, und man dann halt eben hinterher salvagen darf, nachdem ja alles weg ist, da kann man schon einiges an Geld mitmachen. Ohne dass man sich selbst direkt in Gefahr begibt. Und derjenige, der die Level 4 Mission fliegt, der will das eventuell nicht salvagen, weil das halt für ihn mehr Zeit kostet zu salvagen, als wenn er dann hinterher Geld rauskriegt. Deswegen fliegt er lieber direkt die nächste Mission. So, sind wir fertig? Das war's. Gut, dann können wir ja wieder zurückfliegen. Oder müssen wir hier noch irgendwas mitnehmen? Nö, einfach nur alles kaputt machen. So, jetzt gucke ich mal kurz auf die Uhr. 1 Stunde 10 Minuten fast. Ich trinke noch mal eben einen Schluck. Langsam fängt es wieder an, in meinem Hals zu kratzen, 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 kratzen. Es ist auch wie dieser komische Beatbox-Wettbewerb. Butzkatze, Butzekatze, Bitzekatze, Katzebitze oder so. Also es war schon ein bisschen komisch. Hätte nicht sein müssen. Ich hoffe, man hat diesmal gehört, was ich denn trinke. Falls nicht, die Kommentare sind immer noch da. Wenn auch jetzt in einer anderen Folge. Ja, also ich gucke jetzt nochmal, also 1 Stunde 10, wenn ich mal kurz rechne. Ich muss mal kurz rechnen, damit ich das halt eben... Ich möchte halt die Aufnahmen möglichst kurz hintereinander haben. Aber halt auch nicht alles auf einmal raushauen.
weil man soll ja auch die Möglichkeit haben, das Ganze zu gucken. Sonst könnte ich natürlich jetzt einfach sagen, ja, ich spiele jetzt einfach 3 Stunden, hau das in einer Folge raus und spiele dann morgen wieder 3 Stunden. Dann geht das natürlich schnell. Aber das ist ja, nee, das ist nicht so der Sinn der Sache. Vor allem habt ihr auch wahrscheinlich keinen Bock, euch eine 3-Stunden-Folge anzusehen. Kann ich mir nicht vorstellen. Also ich persönlich weiß das von mir, ich hätte absolut keinen Bock drauf. Was soll ich denn da einem 3 Stunden am Stück beim Spielen zugucken? Ey. Also 15 Minuten, 20 Minuten sind eigentlich die Grenze. Länger werde ich es auch nicht machen. Na, ich denke mal... Na, ja... Ich guck mal erstmal, was für eine Mission wir da haben. Wenn das eine kleine Mission ist, da fliegen wir sie noch. Ansonsten hau ich die ja in 20-Minuten-Folgen diesmal raus. Ja, ich mache diesmal 20-Minuten-Folgen. Und dann müssten wir uns ja schon in 3 oder 4 Tagen, müsste ich dann direkt die nächste Aufnahme machen. Ist ein bisschen schneller. Ja. Und dann schaffen wir es vielleicht endlich mal auf die Wechsel. Jetzt sind wir schon bei 1,3 Millionen. 1,37 Millionen. Ja, das ist langsam steigt das echt, unser Geld. Es wird immer mehr. Hier nochmal schnell abgeben. Kriegen wir nochmal ordentlich Geld dazu. Mission erfragen. Was sagt er uns? Patriotische Maßnahme. Es geht gegen Kaldari. Ja gut, damit wäre das jetzt auch ein guter Moment. Ich kann noch einmal ablehnen bei ihm hier, ohne dass wir Standing-Abzug kriegen. Mission erfragen. Verschwundene Aufzeichnungen. Hat spezielle Beschränkungen. Für Fregatte ist in Ordnung. Ja gut, die Mission machen wir noch und danach beende ich die Aufnahme für heute. Das ist dann in Orwolle wieder. Akzeptieren. Und dann sehen wir uns in 3 oder 4 Tagen in der nächsten Aufnahme wieder. Falls ihr irgendwas habt, was ich halt ansprechen soll, ich habe hier meine Liste, die führe ich immer, wenn ich das in den Kommentaren lese. Ich lese auch alle Kommentare, ist ja jetzt nicht so viel. Dann versuche ich das mit einzubauen, auch eure Wünsche. Und ich habe bemerkt, es gibt einige dabei, die wohl schon etwas länger Eve spielen und das jetzt hier auch angucken. Dazu möchte ich sagen, ja, ich weiß vieles. Ich spiele selber seit 2,5 Jahren Eve. Mein Hauptcharakter hat über 45 Millionen Skillpunkte. Ich bin in einer großen 0-0-Allianz. Aber ich versuche das hier, dieses Let's Play, mehr für Anfänger und Unwissende aufzubauen. Deswegen, manchmal komme ich mit der Wortwahl ein bisschen schleppend hinterher, weil ich es möglichst anfängerfreundlich aufbauen möchte. Ich denke mal, wenn ich das wirklich so lange machen sollte, dass wir bei Folge 50 sind oder sowas, dann kann ich anfangen, auch ein bisschen direkter zu reden und auch mehr von den Leuten zu erwarten. Aber ich möchte den Leuten ja alles erklären, möglichst anschaulich. Das hier ist für mich auch ein Projekt halt, um das Tutorial begleitend zu machen, weil ich kenne das selber von mir damals, als ich angefangen habe. Da hätte ich mir echt so ein Let's Play, das gab es damals noch nicht, hätte ich mir echt gewünscht, dass ich mir das noch ein bisschen angucken kann, weil man wird ja am Anfang einfach von Informationen in Eve erschlagen. Und wenn ich dann jemanden habe, wo ich mir so ein paar Folgen angucken kann, dass ich dann zurechtkomme, ja, wie hat der das gemacht? Könnte ich das so genau machen oder mache ich es anders? Hätte ich anders gemacht? Ja, dann hätte mir das schon viel geholfen in der Anfangszeit. Weil man gerät in Eve auch schnell an Dummschwätzer. Das sind Leute, die keine Ahnung haben. Es gibt auch Bereiche, wo ich keine Ahnung habe. Wenn ich was Falsches sage, berichtigt mich. Berichtigt mich gerne. Ich mache auch Fehler. Okay, Nebel, nichts. Akzelerationsgeld. Oder fliegen wir halt mal hin. Oh, Hammer soll ich mal anmachen. Berichtigt mich gerne. Ich versuche das halt möglichst anfängerfreundlich zu haben. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, das sind Fragen, die vielleicht jemand, der das in einem paar Monaten erst sieht, weil er auch mit Eve angefangen hat und deswegen mal bei YouTube eingibt, Eve Online Let's Play, dann zufällig auf mich stößt. Der kann vielleicht dieselbe Frage haben. Fragt sie, ich werde sie im Let's Play nach Möglichkeit beantworten und dann haben alle was davon. Ich habe was, weil ich was drüber erzählen kann. Ich beantworte eure Fragen, deswegen habt ihr was und der vielleicht irgendwann mal dieselbe Frage hat, kann sie auch sehen. Halt eben, weil man in Eve nach Möglichkeit erstmal selber versuchen soll, mit Problemen fertig zu werden. Das ist dann sowas ganz nützlich. Das Pilotenhandbuch sollte man natürlich gelesen haben. Aber manchmal reicht das halt nicht, weil es einfach so komplexe Fragen sind, die nicht so nicht explizit geschrieben werden. Oder wenn man einfach einen Denkfehler hat, man versteht es falsch. Manchmal versteht man auch den Sinn von Worten einfach falsch. Passiert auch manchmal. So, da sind wir ja auch schon. Ich glaube, ich muss hier nur den Cargo-Container. Ich glaube, ich mache das jetzt mal hier blitzmäßig. War doch hier. Und was habe ich natürlich mal wieder vergessen? Die Missionsbeschreibung vorzulesen, weil ich jetzt wieder so am Erzählen bin.
Na gut. Der Kurierschiff Swift's Shore hatte gerade einen Warp-Antriebsdefekt in Orwolle. Hier, okay. Und war gezwungen, seine Fracht auszuwerfen, da sie im Fall einer Explosion des Warpkerns hätte beschädigt oder gar komplett zerstört werden könne. Letztendlich hat es die Crew zwar geschafft, in einem Stück zurückzukehren, allerdings handelt es sich bei der Fracht, die sie auswerfen muss, um wichtige Gerichtsaufzeichnungen der Föderation. Wir haben davon keine Kopien, deshalb sind diese Aufzeichnungen unersetzbar. Pascal Abramonte, wir brauchen jemanden, der da rausfliegt und die Aufzeichnungen sofort zurückholt. Eine ordentliche Belohnung wartet auf sie. Denn sie sollten erfolgreich sein, ich habe die Position der ausgeworfenen Ladung der Swift Shore in ihrem Schiffscomputer hochgeladen. Plünder. So. Tja, dann. Ach komm, hier schießen wir die Piraten noch ab. Hier, wer auf mich schießt, der muss damit rechnen, dass er stirbt. Lass ich so mit mir nicht machen. Ihr scheiß Corellior, Soldiers, Serpentist-Typen, die keine Ahnung haben, die einfach zu schlecht sind. Na gut, das war jetzt eigentlich gemein. Ich kenne ja ihre Lebensgeschichte nicht. Vielleicht wollten sie das nicht machen. Müssen Familie füttern. Haben Frau und Kinder. Naja, die werden sie wohl nie wiedersehen. Stirb, stirb! Geh in die ewigen Jagdgründe ein oder ins ewige All. Und das war's. Einer weniger. Ja, Kopfgeld ist jetzt auch nicht so knüller. 4000 in dem Dreh. Ach, egal. Nee, wir fliegen jetzt zurück. Das ist jetzt. Nee. Also, bevor wir die jetzt. Da fliegen wir jetzt einfach schnell zurück. Wir haben ja die Missionsbewohnung oder Missionsziele alle erreicht. Die hätten jetzt noch töten können für das bisschen extra Kopfgeld, aber das macht jetzt auch den Braten nicht mehr fett. Da machen wir es jetzt wieder so. Fliegen schnell zurück, bringen die Ladung ab, geben die Mission ab und fragen direkt nach der nächsten Mission. Oh, ich sehe jetzt gerade, jetzt sind wir schon bei fast 1 Stunde 20. Oh, dann wären es ja doch 5 Folgen, auch mit 20 Minuten Länge. Tja, so kann das gehen. Schnell noch durchs Tor springen. Also wie gesagt, fragt Fragen. Fragen, das ist das Beste, was ihr machen könnt. Fragt. Tut es einfach. Dann kann ich euch auch gerne helfen. Ansonsten, wenn ihr gerade nichts wisst oder wenn ihr anfangt und nicht wisst, was ihr machen sollt, joint meiner Kooperation. Der Aurora Armaments. Das sind Leute, die alle aus ähnlichen Motiven dabei sind, nämlich weil sie dieses Let's Play gesehen haben. Und da könnt ihr euch am besten gegenseitig helfen und unterstützen. Ihr habt ja ähnliche Interessen zumindest schon mal dadurch, dass ihr aufgrund derselben Werbung in die Kooperation gekommen seid. Und wenn ihr meint, ihr wollt was Größeres machen, habt eine andere Kooperation gefunden, ja gerne, dann geht ihr halt wieder. Ist ja auch nicht schlimm. Das soll nur so eine erste Anlaufstelle sein. Wenn ich das Let's Play einstellen sollte, dann werde ich euch sowieso an andere Kooperationen verweisen. Na, dann werden wir nochmal das Geld irgendwie auf den Kopf hauen. Und dann werden wir mal so ein bisschen zeigen, ja, da könnte noch hin. Wieso fliege ich jetzt noch alles sein? Da fliege ich nicht hin. Stopp. 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 Ich bin jetzt schon wieder. Habe ich jetzt gar nicht aufgepasst, was ich gemacht habe. Wieso bin ich jetzt nach Addisheim geflogen? So reflexartig. Ja, also wie gesagt, soll nur eine erste Anlaufstelle sein, dass man mit Gleichgesinnten irgendwo ist. Man kann halt eben auch mit Smokey ein bisschen spielen. Der suchtet das momentan weg. Könnt ihr euch mit dem zusammenschließen, könnt auch zusammen Missionen fliegen. Seid ihr ungefähr gleich gut. Macht das Ganze schneller, weil ihr ja schnell die Schiffe zerstören könnt. Könnt auch doppelt so viele Missionen fliegen, weil ihr ja mehr Missionen annehmen könnt. Jeder kann seine eigene Mission annehmen und dann fliegt ihr die eine nach der anderen ab. Macht Sachen zusammen. EVE ist ein Multiplayer-Spiel, das heißt, man spielt halt eben mit anderen Leuten zusammen. So, jetzt docken wir gerade an. Dann geben wir die Mission ab und dann war's das für heute. Mission abschließen. Mission erfragen, schauen wir nochmal, was uns anzubieten. Gewaltsame Vertreibung. Und das ist dann unsere Mission, die wir dann nächstes Mal machen werden. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und bis zur nächsten Aufgabe sage ich nur, fly safe!